sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Ich bin weg hier von dem Komischen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr... Denn ich muss jetzt mir erstmal ein bisschen das Leben retten von den verschiedenen Menschen hier. Sammeln nebenbei noch ein bisschen Geld ein, immer ein bisschen klauen, das kann man immer ja machen hier. Noch ein paar Upgrades. Ich brauche sie hier oben. Seien Sie nicht so. XP mit Clown. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Eine Flucht mit mehr als 40 Leuten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Als hätten wir nicht schon genug Sorgen. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht? Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Darauf baut das Böse, dass die Guten sich's nicht vorstellen können. Okay, alle, die noch da sind, kommen hier lebend raus. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft... Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden. Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Jo. Was haben wir denn hier? Oh, ein Datenpad. Persönliche Logs, die... Da, Mini-Senkub da. Wir versuchen herauszufinden, wofür das Endprodukt unserer Forschung eigentlich gedacht war. Es ist zwar offensichtlich, dass das Übertragungssystem neurologische Anwendungen bei Implantaten erfüllen sollte, aber viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet, insbesondere der Verfluss von Dr. Horace Armstrong behindert unsere Bemühungen, die Ziele des Unbekannten zu rekonstruieren. Wir haben mehrere Teile des Ganzen, die beängstigende Schlussfolgerung nahelegen. Aber wir sind weit davon entfernt, das Ganze genau erfassen zu können. Und das macht mir am meisten Angst. Schön. Ich sagte doch, wir hätten zur Zuflucht gehen sollen. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier Leben drauf. Was hätten diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Diese Zivilisten hatten keinerlei Chance, da lebend rauszukommen. So, der Leppi haben wir eine schöne Runde. Leute, und ich melde mich jetzt hier ab. Ich bin nachher wieder bei euch und tschüss. Wir können sie überraschen. Satellitenturm finden. Oh.
Wir müssen den Satellitenturm finden. Online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Weitere Feinde auf unserem Weg. Achtung, Shuttles! Sie fliegen von oben ein. Vorrücken! Unten bleiben und Deckung suchen!